Hallo, wir sind wieder zurück mit unserer Heroes of the Storm-Reihe und zwar mit Teil 8 und heute spielen wir eine Runde Rayna, den Held aus StarCraft 2 und auf in den Kampf, würde ich sagen. Ist eine Assassine, ja, hat ja, viele Single-Target-Fähigkeiten und macht auch seinen meisten Schaden über die Auto-Attacks, das heißt, die kann man da ein bisschen verstärken. Ich habe ihn schon, man spielt ihn glaube ich am Anfang, wenn man anfängt mit Heroes of the Storm, kurzzeitig mal zum Reinkommen und dementsprechend ist er schon Level 2. Deswegen nicht wundern. Ich habe ihn aber schon ewig nicht mehr gespielt und es dauert ein bisschen, bis hier was aufgeht. Schauen wir mal. Mittlerweile bin ich schon Stufe 36 mit meinem Account. Oh, sehr gut. Wir haben einen Tank, wir haben einen Heiler, wir haben drei DDs. Das kann nur gut gehen. Hoffen wir es. Wenn keine Nova und kein Zeratul im gegnerischen Team ist. Und wir sind mal wieder in der Schwarzherzbucht. Da haben wir ja erst mit Malfurion richtig schön. Nee, nicht Malfurion. Mit dem ETC richtig schön abgeräumt. Und boah. Würde ich sagen, schauen wir mal, wie es denn so läuft. Let's go. So, da sind wir auch schon. Wir haben im gegnerischen Team ein Uther, eine Kerrigan, eine Tyrande, einen Arthas und einen Acebo. Also Heiler, Tank, Support, ja, auch ein bisschen Heal und zwei Schadensklassen. So, Adrenalinrausch stellt mehr Lebenspunkte her. Das ist die eine passive Fähigkeit von ihm, wenn er also unter 30% fällt. Oder das Töten von Gegnern erhöht den Angriff. Wir nehmen natürlich den Angriff und pushen jetzt schön wieder den Bereich. Hier haben wir einmal die Durchschlagsmunition. Stößt den Gegner zurück und fügt Schaden zu. Und einmal Mut machen. Also viele Fähigkeiten zum Damagen hat er nicht. Ja, lediglich um ja, was zu machen. Nicht, also nicht viel AE. Boom. Und dann würde ich sagen, ist der erste auch schon tot oder auch nicht. Ja, viele Tech-Move, denke ich mal, müssen wir jetzt machen. So, ein bisschen Angriffsgeschwindigkeit boosten. Und wir sind schon beim fünften Stack. Und haben jetzt unseren Schaden erhöht. No one down. Skillshot, na klasse. Oh, geht auf die Helden. So, die Münzen unten sind weg. Oder auch nicht. Doch, ich denke. Oh, die haben gerade erst angefangen. Sehr gut. Der Nacebo ist mal voll alleine. Weg ist er. Zack, Münzen aufsammeln. Kerrigan wird auch fallen. Jawohl, sehr gut. Und schon haben wir unsere erste Ladung fertig. Geben die schnell ab. Die anderen zwei sind oben. Perfekt. Und schon können wir anfangen. Tychus ist oben, hält schön den Lichtking auf. Das ist auch wunderbar. Und da schießen schon die ersten los. Und da rasselt es so im Karton. So, wir nehmen die erhöhte Reichweite. Ich denke, das ist ganz gut. Da müssen wir nicht so nah ran. Unser Uther kann mal ein bisschen heilen. Das wäre nicht schlecht. So, hier mal ein bisschen Platz schaffen. Ah, der Skillshot hat nicht getroffen. Schade, schade. Schnell weg vom Tower. Und pushen.
Schön vom Atas weghalten, falls er seinen komischen Schmann macht. Und der geht auf Tank. Full Tank. Das ist nicht gut. Aber das sollten wir hinkriegen. So. Jawohl, wir haben den Schaden schon um 4 erhöht. Jetzt gehen wir hier ein bisschen Druck machen. Bäm. Münze mitnehmen. Die Gegner haben noch keine Münze abgegeben, das ist sehr, sehr gut. Wir müssen hier ein bisschen die Mitte halten, weil gleich kommen die Kisten wieder. Müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht catchen. Aber Teig ist auf dem Weg, das ist sehr, sehr gut. So, Bewegungsgeschwindigkeit wird erhöht für jeden Helden. Catchen wir mal ein bisschen, bringen wir mal ein bisschen zurück. Schön ausweichen. Los, die Tyranne kriegt er da oben. So, jetzt heißt es den Arthas daran, hinter die Münzen abzugeben. Hier unten wird gepusht, das ist natürlich nicht gut. Ah, jetzt haben wir eine Kerrigan vor uns. Die stirbt. Jawohl. Der stirbt auch. Perfekt. So muss das sein. Das läuft wie eine Eins. Abgeben. Unten Münzen holen. Illidan zieht sich zurück. Das ist auch sehr gut. So, lieber Uther, das hast du dir so gedacht. Go auf die Kerrigan. Assassins haben immer Priorität zuerst. Da ist er weg. Hier gibt es einmal jetzt den Nacebo. Ah, wir kriegen eine schöne Heilung. Und wir haben unsere heroische Fähigkeit. Wir nehmen die Raiders mit. Das heißt, wir haben zwei Banshees, die schön viel Single-Target-Schaden machen. Belagerungsdamage brauchen wir jetzt erstmal nicht. Hier einmal fix aufladen und weiter pushen. Unser Stack ist mittlerweile bei 9. Das heißt, wir sind auf jeden Fall gut mit dran. 0 zu 7 in den Kills. Perfekt. Und einmal schnell hoch die Münzen abgeben, um auf Nummer sicher zu gehen. Damit da nichts passiert. Kurz schauen. Die sind hier. Kerrigan ist unten. Wir sind also erstmal safe. Jawohl. Zwei Leute unten. Mal deffen. Auf jeden Fall deffen. Schnell noch den Heilbrunnen nutzen. Und Tyrion. Nicht Tyridon. Tyrion. Tyrael heißt er. Ist auf jeden Fall mit da. Auch sehr, sehr gut gemacht. Jetzt ziehen wir mal die Ulti. Schnell raus hier. Da ist Tyrael gestorben. Nicht schlimm. Wir haben noch unseren Rek. Fleißige Death Tigers kommt mit dazu. Perfekt reingeboostet. Weg ist er. Nummer 1. Nummer 2. Und das
soll es auch gewesen sein. Das läuft hier sehr, sehr gut. Wiener 1, ein Kill bisher von den Gegnern. Und 9 Kills von uns. Wir haben derzeit den meisten Heldenschaden, die meiste EP. Wir pushen jetzt ein bisschen Mitte, damit unser Stack sich noch weiter erhöht und wir noch mehr Schaden machen können. 200 Schaden ist es mittlerweile. Gleich geht's auf 200, geht's auf 200 hoch. Der Gutsten weichen wir schön aus. Wir drücken hier nochmal so ein Ding hinterher. Und hoch der Stack. 244 Single Target. 212. So muss das sein. Weiter. Schaden, Schaden, Schaden. Das ist das Wichtigste. Jetzt müssen wir gucken, dass wir oben ein bisschen deffen. Da kommt die Kerrigan, versucht uns zu catchen. Keine Chance, wir sind weg. Du kannst uns gerne holen. Drücken weiter, Schaden, immer Schaden, damit das, der Stack schön hochkommt. Also ich muss sagen, ich habe, wie gesagt, Rainer jetzt lange nicht gespielt und ja, macht sehr viel Spaß. Wir nehmen den Boost mit für den Schaden, wenn ein Gegner betäubt ist. Das heißt, wir pushen. Oh Gott, was ist denn hier unten los? Halleluja, die sind ja wahnsinnig. Lassen sich ganz schön reinziehen. Wir sind oben, drücken die Lane. 10 Sekunden Ulti, schreibt er. Hört sich gut an. 22 Zusatzschaden mittlerweile. 240 mit dem Boost sind wir bei 270. Und die schießen unten wunderbar alles weg. Also mittlerweile muss man sagen, man hat schon echt Glück mit den Teams. Boom. Weg mit euch. 24. Es geht ruckzuck. 25. Jetzt pushen wir mal hier ein bisschen in den Tower rein. More DPS. 300 Schaden pro Angriff. Und ihr seht, er schießt sich in Wolf. Tyrael tankt den Tower. Und da ist er auch weg. 3 Level Vorsprung. Ich glaube, mehr muss man dazu nicht mehr sagen. So, jetzt schnell den Brunnen noch wegmachen. Und back. Gute Ausbeute hier. Gute Ausbeute. Schnell weg. Sehr schön. Wunderbar. Camp holen. Den Arthas habe ich jetzt die ganze Zeit gar nicht gesehen irgendwie. Wo auch immer der rumgeistert. Die werden jetzt vielleicht runterkommen und versuchen uns aufzuhalten. Okay, Arthas scheint oben zu sein. Drückt so ein bisschen die Lane gegen. Ist definitiv einer der Einsteigerhelden, muss man sagen. Zack, tot ist er. So, jetzt gehen wir mal auf den Boss. Kommen wir schön raus aus dem AE. Schaden mit der Durchschlagsmunition.
keine Chance. Ja, das ist wieder ganz klar auf unserer Seite. Oh, der Illidan! Komm, 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 komm her. Na dann, probier's. Hier ist was los, du. Hier ist was los. Das ist doch mal wieder ein schönes Match. Dafür lohnt sich's definitiv besser als das letzte mit dem Malfurion. Und es ist wieder ein relativ kurzes Match auf jeden Fall. Und wir sind nicht einmal gestorben. Ja, also es kann auch so rumgehen. Es kann auch so rumgehen. Ja. Oh, jetzt sollten wir weg. Cebu hier mit seinem Kram ankommt, weil sterben will ich jetzt nicht. Heilung wäre cool vom Booster. Und GG! Jawohl! 14 Minuten, 8 Sekunden. Und so sieht die Endstatistik aus. Ich wünsche euch alles Schöne. Wir sehen uns bald wieder mit der nächsten Runde Heroes of the Storm. Und schaut auch mal die anderen Videos an, WoW oder die Helden, die Bosskill-Videos. Lasst euch gut gehen, wir sehen uns, tschüss!